Willkommen zu einer neuen TechView Vlog Folge und ich habe jetzt hier nichts in der Hand, weil ich das, worüber ich reden möchte, jetzt benutze zur Aufzeichnung hier. Und zwar ist das das Sony Xperia 1 und ich benutze die Aufzeichnung oder das Aufzeichnungsprogramm Cinema Pro, um diese Aufzeichnung hier zu machen. Und zwar möchte ich euch die Cinema Pro App vorstellen unter dem Sony Xperia 1. Das ist die App, die auch unter dem Sony Xperia 1 Mark II zum Einsatz kommen wird, in einer hoffentlich geupdateten Version. Und ich möchte euch zumindest zeigen, was aktuell auf dem Xperia 1 mit der Software möglich ist und wie sie aktuell aussieht. Aktuell heißt gerade nach dem Android 10 Update Anfang des Jahres 2020. Wir sind jetzt hier Ende Februar und wir können hoffentlich damit rechnen, dass Sony das auch für das Xperia 1 weiterhin updatet und dort die Software aktuell hält, so dass wir dann auch neuere Funktionen aus dem Xperia 1 Mark II dann auch beim Xperia 1 sehen können. Ja, fangen wir mal an mit einer Übersicht rund um die Cinema Pro App. Willkommen auf der Cinema Pro App, würde ich mal sagen. Das ist ein neues Projekt, was ich hier erstellt habe. Und hier sehen wir jetzt die Möglichkeit, oben rechts im Grunde genommen Einstellungen für dieses Projekt vorzunehmen. Das Projekt nennt sich TST. Dort kann ich zum Beispiel die Auflösung wechseln von 2K auf 4K. Und das sind wirklich 2K, weil hier wird im 21:9 Format aufgenommen. Und ich kann die Framerate wechseln. Hier kann ich euch wirklich zunächst nur anraten, falls ihr im Hellen, im Sonnenschein, im Sommer, so wie ich das gemacht habe, Aufzeichnungen durchführt, dann geht auf die 30 Bilder pro Sekunde. Das hilft euch, falls ihr keinen ND-Filter habt. Weil 24 Bilder pro Sekunde, also 23,98 in dem Fall, sind zwar cineastischer, aber ohne ND-Filter kommt man schnell an seine Grenzen und es wird einfach zu hell. Ich kann euch mal einen Beispielclip zeigen, der es dann sehr deutlich zeigt. Und das Ganze wurde aufgenommen mit den 180 Grad an Verschlusszeit, also etwa ein Fünfzigstel. Und einige werden bereits in der Kamera, in der Cinema Pro App gesehen haben, dass es dort auch die Verschlusszeit zur Auswahl hier gibt. Und wenn ich da die Verschlusszeit ändere, kann ich etwas heller oder dunkler machen. Aber wenn ich dann natürlich die Verschlusszeit von 180 Grad, das ist jetzt hier natürlich für Cineasten die Bezeichnung, ihr seht ja auch ein Fünfzigstel ist die Verschlusszeit etwa oder 47,95. Wenn ihr das also haben wollt für eine flüssige Bedienung, dann würde ich das empfehlen. Vielleicht kann man noch runtergehen auf 90 eventuell, um es etwas dunkler zu machen, aber alles, was da schon weiter runter geht, dann wird das Ganze einfach zu künstlich und es wirkt einfach nicht mehr cineastisch, es wirkt einfach nicht mehr flüssig, gerade wenn man Bewegungen aufzeichnet, wirkt es so ein bisschen seltsam. Deshalb bräuchte man dort eventuell einen ND-Filter. Neben der Verschlusszeit kann man natürlich auch das ISO einstellen, das ist jetzt auf 320 eingestellt, ich kann hier auf bis zu runter auf 64 gehen, aber das ist bei so einem Sommertag manchmal auch nicht genug, weil die Blende natürlich gerade der Hauptkamera ziemlich offenblendig ist. Wir sehen das hier, wenn wir auf die Objektive gehen. Dort haben wir die Hauptkamera mit einer Blende von 1,6 bei 26 mm. Und wenn man also dunkler haben möchte, kann man auf die 16 mm gehen und dann seht ihr etwas weiter, aber auch dunkler, oder auf die 52 mm näher dran, auch etwas dunkler. Das hilft natürlich auch. Die Blende lässt sich natürlich nicht verstellen, weil variable Blende gibt es bei Smartphones nicht mehr. Den Weißabgleich kann man hier auch einstellen. Automatik, Leuchtstoff, Tageslicht oder Bewölkung lässt sich hier einstellen. Und der Fokuspunkt lässt sich auch einstellen. Dazu komme ich aber gleich. Schauen wir uns nochmal an Stil. Dort kann man nämlich zwischen verschiedenen Stilen wechseln. Venice, Opaque oder Opak, je nachdem, wie man es sprechen möchte. Hell, warm, kräftig, kühl, weich, weiches Monochrom und dann etwas Undefiniertes, was so eine Art Standard ist, würde ich mal sagen. Weil hier seht ihr, die Farben sind schon sehr, sehr kräftig, es ist sehr, sehr hell.
Und ich weiß nicht, was das für ein Stil ist, aber ja, der funktioniert augenscheinlich auch. Und ich habe vieles in Venice und opak aufgezeichnet. Opak, weil es etwas dunkler ist, und kann euch da auch einige Testaufnahmen mal zeigen. So, das ist mal ein Aufnahmetest mit der Cinema Pro App. Die nimmt im 21:9 Format auf. Ich kann aber auch die Crop-Einstellungen so einstellen, dass ich das Ganze auf 16:9 croppen kann. Und ich kann sogar auch die Linien sehen, wo es eben gecroppt wird. Und wir sind hier im alten Reserve. Und da habe ich gerade, auf dieser Bank habe ich gerade mein Video aufgenommen. Es gibt keine Stabilisierung in diesem Modus, das heißt, es wird ein bisschen was rumwackeln, vermute ich. Ja, die Testaufnahmen seht ihr auch. Es gibt keinen Stabilisator, keinen Bildstabilisator. Deshalb sind sie alle ja sehr stationär gehalten, weil ich ja auch nicht immer meinen Tripod dabei habe. Und wenn ich mich mal bewegt habe, dann war das eher eine mittlere Katastrophe. Das heißt, ein elektronischer Bildstabilisator wäre hier angedacht. Da muss Sony nacharbeiten. Ich hoffe, dass das dann auch für das Xperia 1 mit dem Update der Cinema Pro App für das Xperia 1 Mark II Einzug erhalten wird und dass wir das dann in Zukunft auch deutlich in verbesserter Form sehen werden können. Den Fokus möchte ich nochmal ansprechen. Der lässt sich nämlich auch manuell einrichten. Ich kann hier einfach sagen, ich möchte einen manuellen Fokus haben mit Fokusmarkern. Die zeige ich euch gleich und möchte die Verlagerung in einer Sekunde durchführen. Ich lege das fest und kriege dann jetzt meinen Fokus mit meinen Fokuspunkten. Und ich sehe hier, ich kann den Fokuspunkt nehmen und dann verschieben hier einfach das frei fokussieren, wie ich möchte. Kann ich sagen, ich möchte hier sehr nah haben, einen Fokuspunkt B und möchte dann das Ganze in scharf haben. Das wäre mein Fokuspunkt A und kann jetzt durch Klicken von A und B den Fokus automatisch verlagern, ohne dass ich das manuell machen müsste. Oder hier, also einen weichen Fokus kann ich natürlich auch manuell machen, falls ich das machen möchte. Nachverfolgung für die Leute, die das am Objektiv eigentlich gewohnt sind. Vielleicht kriegen sie das auch hin. Ansonsten während der Aufnahme einfach A drücken und dann wird diese Fokusverlagerung innerhalb einer Sekunde durchgeführt. Dazu gibt es auch einige Beispielaufnahmen, die ich euch mal zeigen kann. Und da seht ihr auch, man muss dann auf jeden Fall den Fokuspunkt auch treffen. Das ist auf dem kleinen Display nicht immer einfach möglich, deshalb empfiehlt es sich eventuell ein größeres Display anzuschließen. Ja, das lässt sich hier einstellen. Ich lasse es mal auf automatisch. Und das sind die Einstellungsmöglichkeiten. Ansonsten gibt es einen Record-Button und einen Shot-Button. Record nimmt macht eine Videoaufzeichnung, Shot-Button macht eine Fotoaufzeichnung. Wenn man einmal einen Clip aufgezeichnet hat, kann man nicht mehr zwischen den Stilen wechseln, weil das Ganze als ein Projekt anerkannt wird. Das ist also vielleicht ein bisschen ärgerlich, vielleicht kann man das bei Sony nacharbeiten. Ansonsten gibt es weitere Informationen, die einem unterhalb des Bildes angezeigt werden, wie zum Beispiel Level. Wenn ich also mein Bild drehe hier, mein Phone drehe, dann seht ihr, wird der Level angezeigt und jetzt ist es wirklich gerade. Der freie Speicher wird mir angezeigt, Akku, Codec, der wird immer in H265 aufgezeichnet und HDR ist auch immer angeschaltet. Ist es wirklich immer angeschaltet, auch bei dem? Ja, auch bei dem Effekt ist HDR immer angeschaltet. Naja, dann gibt es noch eine Anzeige für die aufgenommenen Minuten. Da kann ich jetzt leider keine Aufnahme starten, sonst würde meine Bildschirmaufnahme hier flöten gehen, aber daneben gibt es noch eine Mikrofonanzeige für Stereo. Ihr könnt auch externe Mikrofone anschließen. So habe ich das bei der Einleitung gemacht. So werde ich das beim Ende auch machen, damit ihr auch mal guckt, wie dann die Töne so sind, die Cinema Pro aufnehmen kann.
Ansonsten gibt es noch alle Dateien, da werden wirklich alle Dateien von den verschiedenen Projekten auch angezeigt. Wenn ihr also einmal einen Videoclip oder ein Foto aufgenommen habt in einem bestimmten Profil und das Profil wechseln möchtet, müsst ihr hier drauf klicken und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ein neues Projekt öffnen und dann seht ihr hier schon einige Projekte und ich kann dann in andere Projekte hineinspringen, wenn ich möchte oder eben ein neues Projekt anlegen und wenn ich mal ein Projekt reinspringe, seht ihr dann auch, wie das da aussieht. Dann seht ihr, ich kann jetzt hier, weil es weiß eingestellt ist, der Stil zum Beispiel, die Auflösung und FPS, ich kann das nicht mehr nachträglich ändern für neue Clipaufnahmen. Es kann von Vorteil sein, wenn man wirklich ein Projekt aufnimmt und dass das natürlich alles im selben Format ist, aber ja, hier hätte ich mir ein bisschen was mehr Flexibilität tatsächlich auch gewünscht, was das angeht. Zudem hätte ich mir gewünscht, dass man auch auf dem Display rumtippen kann, um eine Objektverfolgung für den Autofokus zu machen. Und wenn man die Aufnahme drückt, hat man außer eben den Fokus zu verschieben im manuellen Fokusmodus keine Möglichkeit, den Weißabgleich zu ändern, ISO umzustellen oder sonst irgendwie an der Helligkeit zu drehen. Das ist etwas, wo ich Sony dringend bitte, das nachzuholen. In irgendeiner Form sollte das doch durchaus möglich sein. Und gerade auch der fehlende Bildstabilisator sorgt halt eben dafür, dass man mit dem Tripod rumlaufen muss. Das ist auch nicht immer gewollt. Und da kann ich allen nur empfehlen, die Videoclips aufnehmen wollen mit dem Xperia 1. Benutzt die normale Kamera, falls ihr euch selber auch bewegt. Falls ihr stationär irgendwo rumsteht und was aufzeichnet, könnt ihr das natürlich auch mit der Cinema Pro App machen. So, das war meine Übersicht zur Cinema Pro App. Gibt hier noch ein paar andere Möglichkeiten, die Rahmenlinien zu verändern. Ihr seht 4 zu 3 aus, 2,39 zu 1, 2 zu 1, 16 zu 9. Gitterlinien kann ich an- und ausmachen und ich kann den Leveler ein- und ausschalten und den auch kalibrieren. Und es gibt noch ein Tutorial, aber das war es auch im Grunde genommen schon für die Cinema Pro App. Würde mir wünschen, dass das Sony gerade auch im Rahmen der Xperia 1 Mark II Reihe einige Updates dann auch für das Xperia 1 Mark I herausgibt, was die Cinema Pro App angeht. Gerade der Bildstabilisator und ein paar weitere Verbesserungen sind auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und wären sicherlich von vielen Xperia 1 Nutzern auch begrüßt. So, jetzt habt ihr wahrscheinlich erfahren, was es alles so zu erfahren gibt über die Cinema Pro App von Sony. Und ich habe kein gutes Thumbnail gefunden, deshalb habe ich gedacht, ich mache es einfach so breit. Könnt ihr nämlich aufnehmen im 21:9 Verfahren mit dem Sony Xperia 1 und der Cinema Pro App. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.